Guten Tag. Hier für die Freunde des jüngeren amerikanischen Muscle Cars eine limitierte Variante des Chevrolet Camaros 2SS, die Transformers Edition. Vorab nettes Feature, wie man hier sieht, Rückfahrkamera im Rückfahrspiegel. Bei den 2013er und 14er Modellen befindet sich die dann im LCD-Bildschirm oder auch in dem Link-System. Das hier ist ein 2012er. Es gab eine 2010er Transformer Edition zu dem Film Transformers. Das Ganze nennt sich dann Bumblebee, nach dem Roboter aus Transformers, Bumblebee Gelb. Eine wunderschöne Option sind diese schwarzen 21 Zoll Felgen, die nur mit dem Auto kommen. Die schwarzen Rennstreifen, Carbon gehalten, das Transformers Emblem. Am Motor hat sich eigentlich nichts geändert. Wir haben den klassischen 6,2 Liter V8 von Chevy hier drin. Das Fahrzeug ist ein Handschalter, hat ergo 426 PS. Das Fahrzeug hat serienmäßig Xenon, das RS-Paket. Kurzer Rundumblick. Innen die 2SS-Ausstattung mit Leder, auch hier nochmal bestickt, das Transformers-Emblem, Lederlenkrad, dann das Soundsystem, wie bemerkt Handschalter, hinten zwei Sitzplätze. Es hat kein Schiebedach, Lederfront und auch im Türeingangsbereich das Transformers Edition Zeichen. Wichtiger Bestandteil des Pakets ist auch der Heckspoiler. Den gibt es auch nur hier. Ein tolles Fahrzeug zu einem günstigen Preis von einem Händler in Florida, erstanden vom Markt dort von Schoner Autobrokers. Wir, das Team von Schoner Autobrokers in Fort Lauderdale, Florida, wünschen Ihnen in Luxemburg allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit diesem wunderschönen limitierten Fahrzeug. Der Wagen macht sich nun auf den Weg zur Containerverladung. Dieser Container bewegt sich dann Richtung Hafen Miami. Von Miami geht es dann nach Bremerhaven und von Bremerhaven dann nach Luxemburg. Vielen Dank und auf Wiederhören.